ich vermute, ein Frauenportemonnaie war. Oh ja, cool. Jetzt habe ich hier mal was Interessantes gefunden. Endlich mal. Nachdem heute nur Müll kam. Ist ja nicht ein Ernst, das ist ja ein Feuerzeug. Ist ja sehr schön. Das ist ein altes Feuerzeug, ja. Ja. Ein richtig schönes mit Verzierung. Ein Zippo. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Zippo ist, aber es ist diese Art Feuerzeug. Wer muss die Klappe oben war, vielleicht nicht mehr. Nee, hier ist noch mehr drin. Ach ja? Hey, yeah, cool. Klappe. Wenn du mal hier meine Tasche drin fassen magst, ich habe hier auch eine Bürste bei. Jeder hat hier eine Kamera in der Hand, gemeinsam schaffen wir das. So, das reicht. Jetzt kann man die Verzierung ein bisschen sehen. Also das ist schon mal eine Spur. Vielleicht sind hier noch mehr Sachen. Ja, sehr schön, Sonic. So, nächstes Signal. Wird es wieder ein Tag vergangen. Inzwischen ist der Schnee weg. Ist noch gar nicht so spät, aber es sieht sehr dunkel aus auf der Kamera. Weil ich den ISO-Wert etwas niedrig habe. Wir sind an einer vielbefahrenen Straße. Ich hoffe, der Lärm ist nicht so schlimm. Und ich habe hier gerade diesen schönen Fund gemacht. Ich würde sagen, dass es ein Koppelhaken ist. Mit einer D-Schnalle dran. Habe ich so noch nie gesehen oder gefunden in der Form. Vielleicht wisst ihr ja, was für eine Variante das ist oder wozu das gehört hat. Sehr interessanter Fund. Ich denke schon, dass es militärisch ist. Vielleicht von der Wehrmacht, vielleicht auch von den Russen. Wir werden sehen. Ja, ich habe wieder ein interessantes Signal. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Gegenstand ist. Sieht irgendwie interessant aus. Ich grab es mal aus. Da sieht man den Gegenstand so ein bisschen. Hm, könnte ein Besteckgegenstand sein, oder was ist das hier? Er ist irgendwie hohl auf einer Seite. Ich sehe da irgendwo eine Art Verzierung oder so. Aha. Da denke ich, war spannend. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Da ist Leder. Da ist Leder. Oh, alles wird abgegangen. Da ist was Lederiges mit dran. Ich werde mal ein bisschen weiträumiger das hier wegmachen, damit wir den schonend rausholen können, den Gegenstand. Ja, hier ist noch mehr. Hä? Gehört da noch mehr dazu? Oder was ist das hier? Da ist irgendwie Draht. Ja, das ist bestimmt nichts. Ach, das sieht aus wie eine Verzierung von einem Lautsprecher oder sowas ähnliches. Das könnte aber auch, sind das Steine da am Rand? Sind das glitzernde Steine, rote Steine? Was ist das? Eine Verzierung von einem Lautsprecher. Eine Verzierung von einem Lautsprecher? Naja, sah eben gerade so aus, da ja. Da muss man erstmal drauf kommen. Ne, das ist mir gerade so eingefallen, ja. Weißt du, was das ist? Nee. Das sind aber Steine. Das sind Steine. Das sind so Glitzersteine, ja. Ja, du wirst ja wir bestimmt den Diamantprüfer rausholen demnächst, wa? Naja, das ist, man denkt jetzt, ui. Was denkt man jetzt? Nein. Mach das mal nochmal. Man denkt, ui. Ich weiß, wer das gemacht hat damals mit dem Uiuiui. Das ist bestimmt eine Gürtelschnalle. Das hat damals Samson gemacht. Ja, ja. Aus der Sesamstraße. Uiuiui. Das lassen wir bitte im Video drin, das ist lustig. Jetzt zieht ihr das Schnallenteil ab, wa? Oder ist das Stoff irgendwie? Das ist eine Gürtelschnalle, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist irgend so ein Modeschmuckgürtel. Vielleicht ist es doch eine Pferdeschnalle oder irgendwas. Ist sehr leicht. Was für ein Stoff wird denn das sein, was da in der Schnalle lang geht? Ja, das ist der Rest vom Gürtel, der hier durchging. Und ja. Also das hat bestimmt irgendeiner schönen Frau gehört. Irgendeine Prinzessin ja, oder irgendwas. Ja, das wird irgend so ein Frauengürtel gewesen sein. Ja, denke ich auch. Aber vielleicht liegt die Frau ja auch noch hier. Das werden wir gleich rausfinden. Ja. Da war noch mehr drin. Aber auf jeden Fall musst du mal gucken, ob das echte Diamantensteine sind, wa? Ja, das sind keine echten. Guck mal, hier ist noch richtiger Ekeldreck mit dabei. Gib mal Plastikmüll. Ja.
Also hier haben sie irgendwas hingeschmissen. Hat einer sich verkleidet, das ist bestimmt vielleicht von einem Kostüm oder irgendwie so. Na, hier war noch mehr. Na, wir gucken mal weiter. Noch so Stoff- und Lederreste. Und dann war hier noch sowas hier, Draht. Also hier haben sie Müll hingeschmissen und diese Gürtelschnalle war Teil von diesem Müll. Das ist ja auch ein komischer Koppelhaken, wa? Ja, das gehört irgendwie dazu. Ja, na, vielleicht können wir das ja, denn, wenn er altes rausholt, das wir zusammenbauen. Ich denke nicht. Vielleicht ist es ja irgendein Kostüm gewesen oder so. Irgendein Faschingskostüm. Das könnte ja ein Rippenbogen sein, wa? Nee. Nee? Nee? Das ist Leder. Leder. Noch mal so eine Schnalle. Ja, das wird irgendein modemäßiger Schmucki-Gürtel gewesen sein. Schickimicki-Billiggürtel. Mit einem Haufen Müll dabei. Na gut. Ja, ja, alles klar. Ich nehme den ganzen Müll mit. Richtig, genau. Hier habe ich jetzt mal vor 5 Minuten oder so diesen Knopf gefunden. Alex redet. Ich glaube, der hat auch irgendwas. Vielleicht filmt er mit seinem Handy. So, da hinten, da sonnelt gerade Sonic. Und ich habe hier gerade einen kleinen Fund gemacht. Den zeige ich euch mal. Und zwar handelt sich das dabei um eine alte Schnalle, die ich gefunden habe. Wie man hier sehen kann. Da ist sogar der Dorn noch vorhanden. Ja, das ist ein sehr schöner Fund. Die nehme ich mir einfach mal mit. Scheint eine Schuhschnalle zu sein von der Größe. Den wollte ich euch aber nicht zeigen. Also den wollte ich euch schon zeigen. Ich habe nämlich gerade hier ein schönes Signal gehabt. Wo ist es hin? Hier ist es. Da ist es. Da habe ich jetzt noch mal so einen Knopf gefunden. Aber diesmal noch mit Öse dran. Die Kamera ausgepackt. Da ist irgendwas. Ich hab da ein Signal. Und hier ist so Leder. Das sieht aus wie Leder. Mit so Punkten. Ach, soll ich dir mal helfen? Siehst du das? Ich werde mal die Kamera festhalten. Du kannst mal ausholen, ne? Ja, das könnte eine Munitionstasche sein oder ein altes Portemonnaie oder so. Sieht interessant aus, ja. Vielleicht auch aus dem Lederhandschuh. Bestimmt alles Portemonnaie. Schauen wir mal. Nehmt mal her die Kamera. Ich film mal hier, während du da gerade das machst. Schauen wir uns das mal an hier. So, Sonic, was hast du denn da schön gefunden? Ich werde das ein bisschen weiträumiger aus. Was ist das denn? Hä? Alter, ja, das ist ein Portemonnaie. Echt? Ja, ja, das ist ein altes Portemonnaie. Na, das ist ja cool. Das ist bestimmt was cool drin. Ich finde eine Münze, du findest ein Portemonnaie dazu. Das ist richtig alt. Ja. Also nicht so alt, das ist jetzt modern. Das werden wir sehen anhand dem, was da drin ist in dem Portemonnaie, was das für ein Portemonnaie ist. Oh, da ist es. Aber ich vermute, ein Frauenportemonnaie war. Oh ja, cool. Mit so einer Schnalle dran. Ist das cool. Das könnte auch eine Schlüsseltasche sein. Oder so, ja. Gab es ja auch. Hier, mach doch mal auf, ich will wissen, was drin ist. Nein. Doch. Da sind Papiere drin, dann können wir die. Da ist gar nichts drin. Ich befürchte, dass das das Signal war. Na, vielleicht sind irgendwie noch Geldscheine drin von früher. Na, das ist doch mal schön. Die Mark oder was? Machst du den schon spannend? Ich würde nicht kaputt machen. Ja, verwenden kannst du wieder nicht mehr. Also, das sieht aus wie ein Papier drin, aber. Filmt's überhaupt? Ja, ja, filmt. Wir wollen uns erstmal das Modell genau anschauen. Das ist nämlich eine ganz besondere Variante. Das Bürsten war ein bisschen kaputt. Na gut, ich mach's jetzt einfach auf, weil da kann man eh nichts retten.
ist nichts mehr drin. Es ist leer. Ja, das haben sich vielleicht mal jemanden geklaut. Ja, und leer gemacht. Leer gemacht, hier hingeschmissen. Also Leute, wenn ihr wisst, wie man das Portemonnaie hört, schreibt es doch mal in die Kommentare oder ruft die zuständige Polizeidienststelle an. Kripo. Genau. Wichtige Hinweise könnt ihr auch an jede Polizeidienststelle geben oder wendet euch an Aktenzeichen XY ungelöst. Alex hat irgendeinen interessanten Fund gemacht. Zeig mal hier, genau. Was ist das? Ich kann es aber nicht bestimmen. Sieht auf jeden Fall golden aus. Und ja, das sieht aus wie eine kleine Flasche oder sowas, ne? Ja, aber pass auf, die ist schon gebrochen. Und irgendwie geht es hier auch gerade in zwei Hälften. Also, das ist ein sehr interessanter Fund, aber... Ja, vielleicht Parfüm oder Öl. Ja, aber so eine dünne Flasche. Aber das ist ja auch, glaube ich, gar kein Schraubdeckel, oder? Das könnte doch kein Schraubdeckel sein. Doch, das ist irgendwie so eine Art kleine Flasche. Vielleicht Waffenöl oder sowas ähnliches. Aber es steht auch nichts drauf, ha? Ich gehe jetzt hier reibe und mal gucke. Nee. Nichts. Alex hat noch die Spitze von einem Zelthering gefunden. Dreh mal um, Innenseite. Das ist ja, das keine ist, Beschriftung. Das ist, so eine habe ich glaube ich auch schon mal gefunden. Hm. Ein Aluminium. Na gut. So, Sonic hat gerufen. Schau mal dir mal über deine Schulter. Gucken wir mal, was hier drin ist. Schönes gefunden, und zwar diese Spinne. Es handelt sich dabei um eine Spinne, die sich verflüchtigt und abseilt. Eine Tarantulus Homo sapiens. Nicht. Eine schöne Spinne. Also auf jeden Fall eine schöne Spinne, die wollte ich einfach mal so nebenbei zeigen. Aber eigentlich wollte ich euch wir den haben Fund übrigens zeigen. Unter den Zuschauern auch Spinnenphobiker, ja? Nein. Doch. Wem denn? Die Leute, die mögen das nicht. Ach komm. Wenn sie Spinnen in Nahaufnahme noch im Video sehen müssen. Das ist doch ein schönes Tier. Die meisten Frauen mögen das nicht, habe ich schon mal gehört. So. Ja, dann drücke ich jetzt nicht zu. Nein. So. Und wir haben auch keinen Staubsauger bei, um die verschwinden zu lassen. So. Spinne weg. Jetzt hier ist der Fund. Das ist eine Schnalle auch wieder. Eine Schuhschnalle, denke ich. Der nächste ältere Fund. Dann haben wir ja wieder Gleichstand, wa? Ja. Wenn ich nämlich jetzt hier links in meine Tasche fasse, dann kann man ja rein theoretisch mal die Schnalle, die ich gefunden habe, noch dazulegen. Guck mal hier. Ach ja, die habe ich noch nicht so gesehen. Ich habe zwar auch ein Video gemacht, wo ich sie gefunden habe, aber... Meine ist älter. Deine ist älter, ja. Weiß ich nicht. Na, dann würde ich sagen, deine ist so 1700 und meine ist vielleicht so um 1800. Auf jeden Fall interessant, hier liegen gute Sachen. Ja. Bitteschön. Danke. Wir suchen weiter. Alex hat ein 73er Leitwertsignal gehabt. Mal schauen, was das ist. Könnte was Gutes sein. Ui. Das ist Silber, oder? Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann ja auch noch nicht mal lesen, was drauf steht. Ich sage, das ist Silber auf jeden Fall. 1940 siegt auf jeden Fall eben mal. Nicht reiben. 1910 oder irgendwas sehe ich gerade. Warte mal, das ist ja schön. Und da musst du mir mal die Bürste heben. Ich muss die mir mal kurz anschauen. Nein, das erlaube ich nicht. Doch, natürlich. Du musst mir mal die Bürste jetzt irgendwie mal zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob man eine Silbermünze jetzt bürsten sollte. Da steht irgendwas mit One drauf. One. Ja, das ist nicht Deutsche, das ist glaube ich was Englisches. Ja, aber 1940 steht drauf. 1940. Schilling steht drauf. One Schilling? Und was für ein Silber ist das? Das ist hier 0,500. Steht hier drin. Das könnte Sterling Silber sein. Das ist ein richtig schönes Stück, muss ich mal sagen. Ja. Aber das diffuse Licht ist echt nicht gerade so gut. So, das handelt sich dabei um eine Münze aus Großbritannien. Das ist dann ein Schilling, beziehungsweise One Schilling. Von 1937 bis 1946 gab es diese Münze. Auf der Wappenseite sieht man den stehenden Löwen auf der Krone. Die Münze ist rund. Der Rand ist geriffelt. Material ist Silber und auf der anderen Seite, wenn man die mal dreht,
Ich drehe die jetzt mal. Dort auf dieser Seite, dort sieht man den König George den VI. Von 1937 bis 1952 hat der gelebt. Ja, ein sehr schönes Fundstück. Hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Freut mich drüber. Knochen. Sieht abgenagt aus. Könnte vom Wolf sein. Ein abgebissen da oben. Also das hat auf jeden Fall ein Raubtier erlegt.